Jetzt packt Rapper Jigsaw aus und die wohl schlimmsten Zeilen kassiert die Ehefrau von PA Sports. Sagt mir am Ende des Videos, wie ihr reagieren würdet, wenn das eure Ehefrau wäre. Als Jigsaws Mutter beleidigt wird, ist der Rapper aus der Türkei nicht mehr zu bremsen. Er geht nicht live oder macht irgendwelche Ansagen auf Instagram. Stattdessen fährt er ins Studio und schreibt eine ganze EP gegen PA Sports und sein ganzes Team. Außerdem versucht er Informationen gegen die Ehefrau des Rappers herauszufinden und wird scheinbar fündig. In den 5 Songs wird sie immer wieder namentlich erwähnt und auch gedisst. Aber auch Rapper wie Nemo bekommen einiges ab, so wie alle aus dem Label Life is Pain. Am Ende des Songs wird Jigsaw auch deutlich. Er kündigt eine ganze EP gegen Farid Bang an und macht einige Anspielungen, die man in den letzten Tagen immer wieder unter den Videos vom Banger lesen konnte. Warum der Hass gegen Farid so gestiegen ist aktuell reine Spekulation. Hier gibt es ein paar Ausschnitte von den Seitenhieben. Schaut es euch an. Also braucht keine Songwriter und sondern ein Checker bot ne Magenverkleinerung. Die Iraner sind Nemo nicht, weiß bis heute nicht, wer sein Vater ist. Ich höre Stoff, wenn Eli P abgebrannt ist und schlag auf Param Schädel ein mit der Hantel. Damit es nicht nur Eli P nominiert, sondern auch Luna, die kleine wird penetriert dich, Mama, mach rein, du, ich komm heute nicht nach raus ohne Blut von Ruhe. Von Luna, a Call of Duty. Du rappst über Mütter, aber bei Eckart Schmidt, Seller, Münner, Linkum, nächste EP geht nur an dich. An die Rap-Check-Community, jetzt seid ihr wieder up to date und wisst natürlich, was momentan in der Rap-Welt passiert. Um nichts zu verpassen, könnt ihr meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Was denkt ihr? Wird PA Sports darauf antworten? Und war das ein Fehler, eine EP gegen Farid Bang anzukündigen? Ich freue mich schon, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Mein Name ist Memo und bis zum nächsten Mal.